So, Freunde, es ist mal wieder soweit für ein kleines Horrorspielchen. Und zwar habe ich mir Ghost of Tomorrow runtergeladen. Und wie es aussieht, ja, ich habe nur online gelesen, F-Flashlight, was schon mal nicht funktioniert. Und das Spiel soll laut Kommentare very, very, very terrifying sein. Und wir stellen das Ganze mal auf die Probe. iPhone. Alice, I've been calling and texting you for 2 days and you haven't answered. I haven't heard anything from you for days. Where are you? Are you okay? Please call me. Ja gut, wenn die Mutter nur einmal geschrieben hat, ist es okay, aber wenn man 13 verpasste Anrufe und 10 Nachrichten hat, dann gibt es wahrscheinlich ein paar Klatscher zu Hause. Aber wenn es an uns adressiert ist, was ist passiert? Können wir antworten? Nee, ich kann hier nicht antworten. Okay, wir scheinen verschwunden zu sein. Aber wenn wir jetzt rein logisch denken, es ist hier unsere Wohnung, unsere Mutter macht sich Sorgen und jede Mutter würde, wenn ihre Tochter nicht antwortet und sie sich Sorgen macht, bei ihr vorbeischauen. Aber jetzt finden wir erstmal raus, sind wir hier irgendwo aufgewacht? Aber mit unserem Handy ergibt es auch keinen Sinn. So. Alter, es ist schon wieder zu spät für Horrorgames. Was ist das denn? Ich habe nie so eine komische Zahnbürste gesehen. Also die lila, ne? Nicht die grüne. Die grüne sieht eher nach Zahnbürste aus, aber das da unten, ich weiß nicht. Sieht aus wie so ein lilanes Wattestäbchen. So alles, ja, obere Mittelschicht, was Architektur und Innenarchitektur angeht. Aber warum ist es da drin so gruselig? Also auch vom Sound hier müssen wir irgendwas. Verpassen wir hier irgendwas? Oder ist es einfach nur die Toilette? Okay, aber das ist vorbei. Ein schönes Bild vom Oberbayern. Von Oberbayern. Vom Oberbayern. Vom Oberbayerischen Wald. Eine ganz normale Küche mit einem, ja. Mit einem. Ah, mir fällt das Scheißwort nicht ein. Spülmaschine. Nein, das ist keine Spülmaschine. Was ist denn das noch was? Waschmaschine. Hier haben wir eine Spülmaschine. Nee, haben wir nicht mal eine Spülmaschine, nur einfach eine Spüle. Aber ja, wer bin ich denn, euch hier aufklären zu müssen, wie verschiedene Haushaltsgeräte genannt werden. Hier, das ist ein großes, weites Nichts. Ein Licht. Entweder das ist das hier, das reflektiert, oder das Licht einer Laterne. Und es ist 7:55. Es scheint im Winter zu sein, sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass es 7:55 schon dunkel ist. Blumen, Schmetterlinge. Abgeschlossen. Verlassen wir jetzt die Wohnung? Abgeschlossen? Ich habe doch irgendwas verpasst. Im Bad? Nee. Oh. Alter, hör doch auf. Alter, mein scheiß Handy hat gerade vibriert. Ich bin echt erschrocken. Hier haben wir noch was. Missing Person, Alice Graham. Last seen outside Wyman University on August 23rd. Jetzt hör doch auf hier. Ah. Scheiß Handy. Jetzt ist es weg. Wearing a white tank top and jean shorts. Brown eyes, dark hair, 5'7", 130 pounds, age 24. Irgendwie erinnert mich das Spiel. Ich weiß, ich glaube, ich habe es. Ich glaube, irgendein Spiel hat Gronkh mal gespielt. Das ist so abgrundtief scheiße, war irgendein Flirt-Simulator oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Und genau so haben die NPCs da ausgesehen. Das ist gerade kein schöner Flashback. Aber wer ist Alice? Haben wir Alice entführt? Ich höre. Es wird immer. Ja, das Puzzle setzt sich zusammen. Wir haben ihr Handy hier. Unsere Mutter weiß nicht, wo wir sind. Wir haben ihr Poster hier, aber wir sollten ja das Poster mitnehmen. Wenn wir ihr Entführer sind, meine ich. Alter. Alter! Was ist das? Was ist das? Was ist das, Mann? Warum wird's immer lauter? Oder sind wir... Jetzt ist es doch mal gut. Vielleicht haben wir eine übergewichtige Nachbarn. Okay,
ich was rausmachen. Alter, lass den Scheiß. Ich weiß ganz genau, warum ich keine Horrorspiele mehr spiele. Ich meine, es gab noch nicht mal einen Jumpscare. Das sind die schlimmsten für mich. Ich meine, die Spannung davor natürlich auch, aber... Jetzt ist sie offen. Jetzt ist sie offen, Leute. Wir müssen einfach ruhig sein, oder? Nee, sie ist doch nicht. Sie ist wieder abgeschlossen. Was haben wir hier? Ist das irgendein Dom? Da ist irgendwas Tropisches, keine Ahnung. Auch wenn es normaler europäischer Mischbaum war. Laubbaum, Mischbaum, ja. Ihr merkt schon. Okay. Wir haben uns hier noch einen Tee gemacht. Abgespült ist auch nicht. Ein großes Messer, das ich eigentlich nehmen sollte. Egal, ob ich der Entführer bin oder die Entführte. Obwohl ich nicht davon ausgehe, dass wir die Entführte sind. Welcher? Geht die Uhr weiter? Nein. Dann ist es vielleicht doch schon später und Sommerzeit. Ja, welcher Entführer würde denn sein Handy neben uns liegen lassen? Ja, okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal pennen. Vielleicht ist dann dieser ganze Albtraum vorbei. Was muss ich jetzt machen? War es das Spiel? War es das schon? Alice Graham, ich kann es nicht... Ah doch, ich kann es noch aufheben. Vielleicht muss ich noch nach... Oh, kurz richtig hinsetzen. Objekten suchen, mit denen ich interagieren kann. Obwohl es nicht so aussieht. Der Wandschrank hier bringt auch nichts. Ah. Sieht doch schon viel besser aus. Immer noch abgeschlossen. Immer noch abgeschlossen. Da hilft Spammer natürlich sehr. Können wir da im Bad das Licht anmachen? Okay, außen ist kein Lichtschalter. Ah, okay. The Silver Herald, Wednesday, August 28. 2019. Missing student found brutally murdered by roommate. Roommate confesses murder. Alice Graham, a 24-year-old master's degree student who was missing since August 23rd, was found brutally stabbed and killed. Alice Graham's roommate, 25 years old, Gail Rogers, was arrested yesterday as he confessed to committing the murder. Alice was majoring in film. While living in a two-bedroom shared apartment with Rogers, who is also majoring in... Oh, fuck, man. Ich kann nicht lesen. Wo bin ich? Also majoring in film near Wyman University campus. Martha Graham, Alice's mother, notified the police her daughter was missing after she had not answered her phone for 2 days. I went to her apartment. Gail said he didn't know where she was. Said Martha Graham. Police searched Mr. Rogers' bedroom after the confession. The body of Alice Graham was found in a crawl space hidden behind a false wall inside the closet of Mr. Rogers' room. Police informed that the corpse had chunks of skin sliced off with a knife. A police officer said this was a very disturbing crime. Alice's unnamed friend informed the press. Alice always told me about Gail's anger issue. He had a temperament, but Alice would always calm him down. Alice Graham's friend also informed that Alice and Rogers were really good friends. They were constantly talking about films and movies. I think Alice was Gail's only friend. Martha Graham informed the press, I always knew there was something weird about Gail. Some things told me he was involved in her disappearance. Now my baby's gone. I should have done something to avoid this. Mr. Rogers' family members did not provide him information of him. Rogers was currently working at a computer repair shop. His co-workers described him as a really smart person, but also adding he was bizarre too, not much of a talker. Police found no previous convictions in Rogers' record. Roger was charged with first-degree murder and will face court soon. Ah! Ah, okay.
Okay. Ist. Oh Gott. Das ist. Alter. Alter, ich bin nicht dein Mörder. Ich will da gerade nicht hin. Ich hoffe, das ist aber nur so eine 2D-Bilddatei, die jetzt nicht auf mich zurennen kann. Ah, ich. Ah, oh Gott. Was? 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 Jetzt geht die Tür. Sie geht auf. Es ist stockdunkel. Und die fucking Tür. Es ist stockdunkel, Leute. Ich war. Oh, fuck. Fuck. Ach komm! Ach komm! Komm! Alter, okay. Es war eine sehr kurze Demo. Fuck. War aber ein cooles, also was heißt, ja, war ganz cool dafür, dass es eine Demo war, die 11 Minuten ging, mit der ich, an der ich 3 Minuten mit reden, lesen verbracht habe. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich dachte, heute nehme ich mal spontan ein kleines Horror-Game auf. Ist ja eigentlich mein Ursprung und das, was ich auch sehr gern mochte, / mag. Aber wie gesagt, ich hab mich schon mal wiederholt. Das Problem ist einfach der Mangel an Spiele. Aber vielleicht finde ich ja nochmal ein paar dieser Art, die mich belustigen, die euch belustigen, wenn ich schreie und mein Östrogenspiegel schnell ansteigt. No offense, ich bin kein Sexist. Und ja, dann sehen wir uns als nächstes in Mittelerde bei einem anderen Horrorspiel oder in Skyrim.